Also seit den 90er Jahren haben sich ungefähr 20 Formate der Bürgerbeteiligung herausentwickelt, die aber jeweils neu angewendet werden müssen. Also die stehen nicht fest, aber in etwa als Format. Und es gibt Unterschiede in der Teilnehmerzahl, in der Dauer, in der Rekrutierung. Also es gibt beispielsweise Kleinformate mit 10 bis 12 Bürgern und Bürgerinnen und Bürgern bis zu mehreren tausend Teilnehmern in Großformaten. Die Dauer kann variieren zwischen einem Tag und mehreren Monaten. Die Rekrutierung kann sein, entweder Selbstrekrutierung, jeder kann mitmachen, der will, oder aber Zufallsauswahl. Ich würde sagen, das sind die Hauptunterscheidungsmerkmale, die man so nennen kann.